Herrliches Spätsommergefühl. Im ganzen Land Sonne satt. Mensch, da könnte man noch mal wieder aufs Volksfest gehen. Das größte im Nordwesten, das lädt seit heute nämlich wieder zum Spaß haben. Das ist der Kramer Markt in Oldenburg. So sah das vor Corona aus. Mal wieder in die Luft gehen, auf andere Gedanken kommen. Ob Kettenkarussell, Autoscooter, Geisterbahn oder alles auf Zucker. Eine Tüte Lebensfreude mitnehmen. Bis zu 1,5 Millionen Menschen kommen da in normalen Jahren. Aber was ist normal derzeit? Wir gucken gleich, wie der Eröffnungstag läuft. Davor erstmal die Abnahme. Ohne Inspektion darf kein Fahrgeschäft starten. Und man hat zuletzt ja auch ab und an von Unfällen auf Volksfesten gehört. Christopher H. war mit dem Bauamt unterwegs. Letzte Kontrolle, bevor es losgeht. Andreas Kug und seine Kollegen prüfen alle großen Fahrgeschäfte, ehe heute Nachmittag die ersten Gäste kommen. Hier treten ja enorme Kräfte auf. Und da muss man natürlich gucken, Schweißnähte und so weiter, ob das alles in Ordnung ist, ob da keine Rissstellen vorhanden sind. Jedes Fahrgeschäft auf dem Oldenburger Kramermarkt muss sich der morgendlichen Prüfung unterziehen. Egal, wie groß es ist. Das Jekyll und Hyde von Bethel Thelen ist zum dritten Mal auf dem Kramermarkt dabei. Hier geht's 40 Meter hoch. Dann, dass Sie einmal eine Testfahrt machen und Notaus einmal prüfen. Okay. Kommt es zum Ernstfall, muss der Propeller schnell, aber sanft zum Stillstand kommen. So, jetzt haben wir volle Geschwindigkeit und jetzt drücke ich den Notaus. Ja, okay. Gebraucht hat der Betreiber den Notschalter noch nie. Perfekt. Wir freuen uns hier auf den Kramermarkt, der 2 Jahre jetzt ausgefallen ist. Also hier hat auch, glaube ich, alle Lücken, die entstanden sind, konnten gut gefüllt werden. Also ich sag mal, die Voraussetzungen für den Kramermarkt sind jetzt bestens und da freuen wir uns auch drauf. So, keine sichtbaren Mängel. Nach 20 Minuten Prüfung bestanden. Dann dürfen Sie starten. Prima. In den 415. Kramermarkt. Na, dann kann ja Spaß ja beginnen. Und wie eben gesagt, im Schnitt kommen bis zu 1,5 Millionen Menschen Besucher zum Volksfest. Nur sitzt das Geld in diesem Jahr ja nicht so locker wie sonst. Daher die Frage an Nadja Jakob, live zugeschaltet vom Kramermarkt. Wie gehen die Schausteller mit der Situation um, Nadja? Und wie läuft dieser erste Festtag? Ja, also es ist schon gehörig voll jetzt geworden. Also ich würde sagen, der erste Festtag ist gelungen. Ein Schausteller hat vorhin zu mir gesagt, wir können nur hoffen, dass das Wetter die nächsten 10 Tage auch so schön bleibt wie heute, damit die Umsätze reinkommen. Also da ist durchaus Druck vorhanden. Gleichzeitig sitzt das Geld bei den Besuchern vielleicht dieses Jahr gar nicht so locker. Da habe ich heute Nachmittag mal nachgefragt, wie sparsam die Menschen hier über das Marktgelände gehen. Wir müssen gucken, was wir so dann ausgeben. Aber wir gehen eh nur einmal essen, Fischbrötchen. Und höchstens eher ein Karussell. Man spart dann ja auch schon ein bisschen für den Kramermarkt. Das mache ich. Und dann kommt meine Tochter aus Hennef hierher, aus Nordrhein-Westfalen. Wir haben einen kleinen Sohn, das ist für ihn das erste Mal hier. Von daher, heute wird nicht gespart und nicht aufs Geld geguckt. Also es gibt durchaus Veränderungen auch hier auf dem Markt. Zum Beispiel gibt es dieses Jahr kein großes Festzelt zum Feiern. Und zwar aus Personalmangel. Zweites Problem, die Energiekrise. Da haben einige Schausteller auch noch mal investieren müssen. Wenn wir uns hier zum Beispiel mal diesen Breakdancer angucken, den nagelneuen, der zum ersten Mal aufgebaut wurde. 32.000 LEDs wurden hier verbraucht. Herr Mondorf, Sie sind der Besitzer oder Betreiber. Sagen Sie mal, wie viel sparen Sie hier eigentlich wirklich? Das war ja erstmal eine Rieseninvestition für Sie. Ja, das Karussell wurde im Juni 2022 gebaut und haben pro Tag eine Ersparnis von 200 kW. Ja. Also es ist halt alles komplett LED-Technik. Okay, also aber zunächst haben Sie einmal wahnsinnig investiert. Und solche Investitionen sind ja in einer Zeit auch getätigt, in der die Branche ja eigentlich brach lag. Werden jetzt die Preise für die Verbraucher dadurch angehoben? Ja, das ist ja die Herausforderung, die wir Schausteller im Augenblick haben, bei den explodierten Preisen kostendeckend zu arbeiten, aber trotzdem volksfesttypische Preise zu nehmen. Aber ich bin mir sicher, das kriegen unsere Schaustellerkollegen und auch wir hier in den Griff. Also, ich würde sagen, ein guter erster Beginn für den Kramermarkt in Oldenburg. Und es gibt ja viele Veranstaltungen, mit denen die Besucher auch hierher gelockt werden sollen. Heute Abend gibt es ein erstes großes Feuerwerk und morgen dann der große traditionelle Festumzug durch die Oldenburger Innenstadt. Aber da ist ja wirklich ordentlich was los. Vielen, vielen Dank für die Eindrücke an die Kollegin Nadja Jakob nach Oldenburg.